Servus aus Vorarlberg vom sehr windigen Lünersee. Wir zeigen euch mal unsere Eindrücke davon. Und wir erklären, was wir hier alles anhaben heute. Claudi hat sich diesen wunderschönen Merino-Wolle-T-Shirt zugelegt. Der ist sehr angenehm im Sommer, da man nicht immer einen Pulli braucht, wenn man durch irgendwas Schattiges geht. Es lässt sich schön dehnen und noch dazu lassen sich damit unangenehme Gerüche vermeiden. Sie hat sich auch diese Jacke zugelegt, die hat zwei Farben und sie hat eine wunderschön gewebte Innenstruktur. Für keinen extra Aufpreis hat es sogar einen Reißverschluss vorne. Der ist zwar nicht zweiwegig, aber der lässt sich gut hoch und runter ziehen. Sehr gut, Claudia. Noch dazu hat er eine Tasche links. Wow, schön, auch mit Reißverschluss. Rechts auch, beide Hände passen rein. Es hat auch eine Kapuze, damit kann man sein Haar verstecken. Noch dazu sieht man, wie schön das in Kulisse ist. Claudi hat sich auch diesen langärmeligen T-Shirt zugelegt. Wow, ist der schön. Noch dazu ist er extrem gut vernäht. Wir finden, dass er schön anliegt. Und noch dazu, positiver Vorteil, es ist extrem dehnbar. Ciao! Um das alles zu reinigen, haben wir ein Waschmittel gekauft. Auch vom Panto Outdoor. Der ist extrem öko und nicht essbar. Nicht essen. Dieser Waschmittel eignet sich für Daune, Wolle und viele Sportsachen. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt für den eigentlichen Spaß mit den Speedcross 5 GTX. Ohne Turbolader. Sie haben einen sehr starken Profil für starke Männer wie ich. Sie sind wunderschön und glänzen so schön, weil sie so neu sind. Hörst du auf? Man kann damit springen. Man kann damit Stepptanzen. Man kann damit höher springen. Man kann auch auf die Stelle damit laufen und ein bisschen Ballett üben. Schön. Sie sind Gore-Tex, sie sind leicht gummiert und sie stützen hinten meinen Fuß ganz gut wegen den Umknicken. Jetzt zum Praxistest, wo ich durch das Geröll gehe und die Hunde mich auslachen. Ich versuche damit wirklich in einer Steile klarzukommen, sogar wenn der Kies nachgibt. Und es funktioniert überraschend gut, was mich selber überrascht hat. Also wie ihr hoffentlich sehen konntet, habe ich meine Schuhe schon mal ein bisschen ausgetestet im Geröll. Und wir nehmen jetzt eine kleine Pause hier im Hang drin, damit wir etwas ausprobieren können, das ich noch nicht probiert habe und die Claudia auch nicht. Was musst du zum ersten Mal probieren? Ich probiere zum ersten Mal von Waifu das Haselnuss. Das heißt was? Heavy Hazelnut heißt es. Und bei mir, ich probiere Smooth Vanilla. Wir sind nicht gesponsert und das ist unsere ehrliche Meinung darüber. Und wir versuchen das jetzt noch zu trinken, während es noch halbwegs kühl ist. Also machst du schon mal deins auf. Mhm. Bin mir nicht sicher, ob ich nicht Heavy Hazelnut selber schon mal probiert habe. Ist gut. Ist echt gut. Geht, voll. Mhm. Wow. Machst du bitte meins auf, sonst ist die Kamera weg, den Berg runter, wenn ihr nur wüsstet, wie steil das ist. Zeig doch mal. So. Sieht man nicht mal gut auf Kamera. Aber da ist der Lünersee. Da ist der Lünersee. Jetzt weiter zum Action. Uff. Nicht gut. Probier mal ein Schlückle. Ja. Oder? Nicht ganz so meins. Nein. Was ist dein Favorit gerade soweit? Schoko. Und Heavy Hazelnut ist auch. Kann man auch nehmen. Ja. Aber Vanille, bisschen zu künstlich. Aber ich trinke es fertig, weil wir verschwenden nichts. Wir trinken fertig und mal sehen. Und dann waren wir wieder unten auf dem Weg. Wie man sehen kann, schön breit. Schöne Aussicht vom Lünersee. Aber für mich viel zu hart auf den Füßen. Spontan habe ich mich entschieden zu springen samt Hunde und Rucksack. Und die halten trotzdem. Die Hunde schauen mich aber blöd an. Also jetzt kommen wir zum Fazit von diesem sogenannten Wanderweg. Tut mir leid für das ganze Rascheln. Wir haben eine Decke auf der Seite getan, weil hier ist extrem heiß in der Sonne gerade. Die Hunde hecheln schon wie verrückt, aber wir haben sie gerade Wasser gegeben, einen ganzen Liter. Wir brauchen danach selber Wasser. Wie würden Sie mir das mal sagen? Der erste Teil, also wenn man gegen den Uhrzeigersinn von der Gondel aus läuft, läuft man in Richtung einer Hütte und da ist alles wirklich
gut für, wenn du einen Kinderwagen hast, aber wenn du normalerweise viel spazierst und so, wirst du bemerken, die Wege sind extrem breit, extrem hart. Ich muss sagen, die Aussicht ist mäßig gut. Wir wissen ja, dass es ja ein Kunstsee ist und in der Hinsicht ist es nicht der hübscheste, den ich jemals gesehen habe. Dann kommen wir zum großen negativen Punkt als allererstes. Wir sind jetzt unter der Woche. Ich glaube, ja, sagen wir mal, wir sind unter der Woche. Es ist zwar Urlaubsferien technisch gesehen, aber trotzdem, es ist extrem, wie viele Leute dort oben sind. Du hast wirklich auf den ganzen Weg, egal wo du bist, immer wieder kommen dir Leute entgegen. Wenn du Hunde hast wie wir, musst du immer wieder die Hunde auf Seite tun. Das nervt halt brutal. Ich würde mal sagen, wenn du gegen den Uhrzeigersinn läufst bis zur Hütte, kannst du auf jeden Fall das definitiv mit einer Familie machen, mit Hunde machen. Da sind nämlich ein paar Flüsse, also ein paar Bäche auf dem Weg dorthin. Genau. Aber das ist halt meine Meinung dazu. Ich finde, das war jetzt kein besonders schöner Ort. Das hätte ich echt sparen können. Ja, also wir haben jetzt halt einfach den Wanderweg gewählt, dass wir einfach rund um den Lüner See gewandert sind. Und der ist halt, ja, nicht spektakulär, würde ich jetzt mal sagen. Aber gleichzeitig, es war schön, unsere neue Ausrüstung zu testen. Ja, genau. Sie hat nämlich ein Marino-Wolle-T-Shirt an. Ja, genau. Das ist irgendwie in den Aufnahmen bestimmt drin. Ich habe selber neue Schuhe von Salomon. Den Namen habe ich irgendwie bestimmt schon erwähnt. Und ja, es war schön, mal das ganze Equipment auszutesten. Aber wenn ihr jemals in Vorarlberg seid, der Lüner See, nein. Wie viele Punkte gibt es aus 10? Ne, 4. Ich gebe es 2. Falls ihr sonst noch in Vorarlberg seid, dann könnt ihr gerne beim Panto vorbeischauen. Da haben wir nämlich unser Equipment her. Ja, war nicht besonders ein schöner Wanderweg, aber das Equipment hat sich echt bewiesen. Ich bin mit den Schuhen jetzt einen starken Geröll hochgelaufen, um richtig auszutesten, wie weit sie eigentlich halten. Und da gab es ein paar Stellen, da hat die Claudi richtig ausgerutscht mit ihren Solomons. Ja, die sind jetzt ein Jahr alt oder etwas älter, schön abgelatscht, aber meine haben richtig gehalten in Situationen, wo ich dachte, das nicht hält. Ich bin auch gesprungen mit dem Rucksack an, eine Steile runter und das hat gar nichts getan. Also die Schuhe, sehr beeindruckend, die habe ich auch vom Panto. Die sind auch ein richtig guter Kauf. Ja, und mein T-Shirt, das war also richtig angenehm, weil man hat eigentlich gar nicht gemerkt, dass man wirklich schwitzt. Also es hat sofort irgendwie aufgenommen. Den Schweiß und weggenommen. Ja. Und ich habe den hier von Decathlon. Der ist zwar okay, muss ich sagen, im normalen Alltag, aber wenn du oben in den Gebirge bist und schwitzt, das Schweiß klebt dann gegen die Haut, das ist nicht besonders angenehm. Ja, und ich habe zusätzlich noch einen Sport-BH von Panto an. Das wollten wir nicht zeigen, aber es ist gut, es passt gut. Er ist wirklich sehr angenehm und hält sehr gut. Ist er besonders luftig, muss ich echt sagen, wenn es so warm unterwegs ist? Ja, also schwitzt nicht irgendwo unangenehm? Überhaupt nicht. Passt. Also wir müssen uns echt bedanken für die gute Beratung von Panto und wünschen euch ein wunderschönes, was auch immer. Und es kommen noch ein paar Wandervideos.